Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Die Simsuchtis. Ja, und wir sind heute bei euren Häusern. Das heißt, diesmal habe ich nur eine Person, die mitgemacht hat, aber das macht nichts. Es gibt trotzdem ein Video dazu. Und zwar von der lieben Scholzekret, die bis jetzt an wahrscheinlich all meinen Projekten teilgenommen hat. Und ich hoffe natürlich, das bleibt auch so. Und wir sehen zwei ihrer Gebäude hier. Die Aufgabe war es, einen kleinen Handel zu bauen, also einen Laden zu bauen. Das Ganze mit dem Hashtag LD-Laden, weil Handel ist mir da irgendwie nicht in den Sinn gekommen, aber es läuft ja bei den Sims unter Handel. Und das erste, was wir uns hier anschauen, das ist die Bäckerei Sonnenschein, eben wie gesagt von Scholzekret. Sollte jetzt auch eingebettet sein hier ins Bild. Ich habe das mal hier platziert, weil ich denke, das passt hier einfach perfekt hin. Eigentlich war das Grundstück vorgeschrieben 20×20, darum haben wir hier kleine Grünflächen noch, aber wenn ihr das da hinsetzt, könntet ihr das ja praktisch, wenn ihr das so für euch noch haben möchtet, nochmal erweitern, um etwas zum draußen sitzen. Es sieht eben so aus, als ob ihr eine alte Fassade von einer Kirche oder einem sonstigen pompösen Gebäude erhalten blieb und wahrscheinlich auch geschützt werden soll und die so stehen bleiben durfte, und dort hinein hat man ein schönes kleines schnuckeliges Häuschen gebaut. Wir haben hier oben also wohl eher so einen Mitarbeiterraum, den man über eine Treppe erreichen kann, die führt an der Seite hoch. Ja, hier dann diese Maschinchen zur Keksherstellung sind das, glaube ich, ne? Ja, Törtchenfabrik. genau, und eben so eine kleine Mitarbeiterküche, sage ich mal, ein Aufenthaltsraum, wo die sich aufhalten können. Finde ich schon sehr schön, aber der Laden unten, der ist noch viel süßer. Und ihr seht das schon, also mit dieser, ja, Bebilderung hier, das ist einfach so super. Das sieht so klasse aus. Und wenn man hier gleich reinguckt, alles schön bestückt. Da läuft dann das Wasser im Mund zusammen. Wenn ich diesen Kuchen da an der Wand sehe, den möchte ich gerne für mich. Und das ist mal wieder absolut toll geworden. Total gelungen. Sieht klasse aus mit dieser Ruine im Hintergrund und ich finde, passt perfekt hier vorne auf das Grundstück. Also danke an Scholzekret, dass du mitgemacht hast. Ist mal wieder total super geworden. Das nächste wäre jetzt das und da kommen wir dann gleich zu. So, wir haben das Grundstück gewechselt und wir sind jetzt in dem Lockdown-Kunsthandel von Scholzekret. Und ihr seht schon, das ist hier außenrum richtig toll mit diesen Dschungelobjekten gemacht. Also ist echt richtig klasse, auch mit diesen Türmchen hier oben drauf. Das sieht so toll wieder aus. Total super. Und hier innen drin haben wir es dann jetzt so, dass wir hier so kleine drei Abteile haben. Also das hier vorne sieht fast aus, ja, als ob man hier, ich weiß nicht, ob es für die Mitarbeiter gedacht ist. Ich denke mir fast, hier könnte man ein schickes Café auch reinmachen. So in dieser Umgebung drinne, das wäre auch eine ganz tolle Idee. Und ja, es sieht schon mal sehr gemütlich aus. Also ich denke, hier sitzt man absolut richtig schön. Dann haben wir den eigentlichen, ja, Laden, also die Kasse steht wohl eben da. Das Ganze dann ausgestattet mit Gegenständen hier an der Seite, was man so mitnehmen kann. Sieht richtig schön aus. Und ja, eine kleine Gästetoilette oder Kundentoilette.
Und noch einen weiteren Raum. Und der ist auch wieder so schick mit diesen ganzen Bildern dazu. Schaut euch das mal an. Das ist also unglaublich so schick geworden. Ja, und hier sieht man dann jetzt diese Kunstgegenstände, die man dann hier wohl erwerben kann. Also richtig klasse. Ja, Gesamtbild ist natürlich immer bei Scholzegret einfach super. Die denkt an jede Kleinigkeit. Das ist immer, immer ganz toll. Schaut gerne bei ihr in der Galerie vorbei. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, als letztes würde ich euch dann mein Häuschen noch zeigen. Dazu wechseln wir gerade nochmal. Ja, und da bin ich wieder, dieses Mal mit meinem Häuschen, was ich gebaut habe. Also ich habe mir gedacht, hier muss reichlich Schaufensterfläche sein und deswegen habe ich diese Rundung hier an allen vier Ecken eingebaut. Zwei Eingänge, einmal an dieser Seite, einmal an dieser Seite. Die Buchstaben habe ich mir aus der Galerie geholt. Der Link, also der Hashtag dazu steht in der Beschreibung, könnt ihr schauen. Was ich mir hier dabei gedacht habe, ist, dass wir hier einmal einen Angestellteneingang haben. Und wir haben hier oben dann ja eben auch einen Eingangsbereich. Wir haben hier Umkleideräume für das Personal. Wir haben hier Toiletten für Personal oder Kunden, zwei Stück inklusive Waschbecken. Eine Küche für das Personal, wenn die eben mal Pause haben. Und hier unten der eigentliche Verkaufsraum. Was ihr jetzt hier eben zum Verkaufen ausstellen müsst, müsst ihr dann eben mit Schildchen ausstatten. Man muss ja nicht alles nehmen. Hab hier eben gedacht, so ein paar Wohnaccessoires kannst du hier besorgen. Also so ein bisschen Spielkram für die Kinder, ein bisschen ein paar Küchenmaschinen für die Küche halt, so Kleinkrammöbel für Badezimmer oder auch für Flurbereich inklusive der dazugehörigen Deko. Ein paar Teppiche habe ich ausgelegt. Ja, eher Sachen, die vielleicht ins Wohnzimmer gehören. Ein paar Kleinmöbel eben und ja, eben solche Accessoires wie eben auch Gardinen oder Pflanzen. Ja, vielleicht was für den Außenbereich noch. Und da hinten habe ich noch einen kleinen Bereich, wo du Schreibtische, eben ein paar kleine Laptops oder eben auch diese Wohnwand erwerben kannst, wenn du etwas Platzmangel hast und ein Klappbett brauchst. Ja, das ist, was ich mir bei diesem Laden gedacht habe. Was man dann da eben direkt zum Verkauf anstellt, müsste eben dann mit Schildchen ausstatten. Der Rest bleibt eben weiter als Deko dort. Hab hier eben den Verkaufstisch, hab mir gedacht, ich baue das Teil noch mit ein, dann kann das eben auch gleich schön eingepackt werden. Und ja, das macht das dann so komplett. Ja, das Ganze gibt es eben bei mir in der Galerie unter Elfe vom Meer. Und das waren dieses Mal die Häuser, eure Häuser, in dem Fall meine und von Scholzegret. Und das nächste Video, was kommt, wird dann zu dem Saloon, zu der Saloonaufgabe sein, die ich noch gestellt habe. Eine neue Aufgabe werde ich dann die Tage noch einstellen. Ja, das war's für heute. Lasst einen Daumen nach oben da, schaut gerne in den Galerien vorbei. Und lasst ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Beteiligt euch am Bauen. Wie gesagt, es ist noch nicht zu spät, immer noch mitzumachen. Es gibt immer neue Aufgaben für euch. Und ich freue mich über jeden, der neu dabei ist. Und natürlich auch über die sogenannten alten Hasen, die immer mitmachen. Ja, das war's dann für heute. Ich sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Video.